Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit 1.0. Wir sind hier mit dem Warlock. Jo, jetzt endlich Warlock. Ging einige Zeit, weil natürlich der Schwierigkeitsgrad höher ist und so. Aber wir haben einen coolen Skill, den rüsten wir gleich mal aus. Ktonischer Spalt. Nimmt mir mal Wunder, wie er ist. Ah, es ist wirklich so ein Spalt. Oh, sehr schön. Und die Mana-Kosten sind doch nicht so hoch. Muss ich einfach mehr spammen. Ja. Genau. Ich bin ja im Livestream nochmals aktiv gewesen. Der Falke hat auch reingehauen. Der ist richtig schön und gut animiert und so. Und ich freue mich natürlich riesig, hier den Warlock weiterzuspielen. Sieht wirklich sehr gut aus. Also, ich habe den noch nie gesehen, glaube ich. Ist im Trailer oder so vorgekommen? Glaub nicht. Der Trailer war ja eher die alten Charakterklassen. Und in der Vorstellung war, glaube ich, kein Video und so. Also vielleicht habe ich es optisch schon mal gesehen, aber sieht mega schön aus. Also macht vor allem rote Flammen. Ja, rote und blaue Flammen. Wieso? Hä? Wieso? So, genau. Und ich habe einen Heidenspaß. Also es ist manchmal ein bisschen zäh durch den Schwierigkeitsgrad und so. Der musste ja höher geschraubt werden, aber ich fand es einfach vor allem ganz am Anfang doch ein bisschen sehr zäh. Aber eventuell wird es noch ausjustiert, oder? Oder halt einfach, dass die Gegner mehr Schaden machen, aber weniger Dominanz sind am Anfang und so. Das ist schwer einzustellen, aber ich habe das gute Gefühl, dass, jo, der Last Epoch natürlich immer wie besser werden kann. Es kann noch so viel geändert werden trotzdem, aber ich finde es jetzt schon wirklich überragend. Also ich weiß gar nicht, wie viel besser kann man es machen oder wie viel kann man einfach noch ändern. So vom Balancing her, oder? Es ist mir schon immer fast zu gut, aber trotzdem nervt es halt, wenn es mal nicht so gut ist. Hier ist ziemlich gut. Ich habe zwar ein bisschen Mühe, die ganze Zeit zu casten wegen den Mana-Kosten und so, aber wir machen Schaden mit diesem Kontonik-Fissur. Das kontonische Spalt. Genau, auf Deutsch. Und jo, war er hier noch auf Englisch? Irgendwo war er auf Englisch gerade. Okay. Aber wir es reingetan, also wo wir da drauf geklickt haben. Ah, haben sie auch nicht, okay. Egal, also ich bin einfach mit dem Guide noch vorher unterwegs gewesen, wahrscheinlich. Aber das ist auf Englisch gewesen. Gut. Also die Übersetzung von den neuen Sachen ist ziemlich gut. Ah ja, das ist der Starke. Und wir fluchen irgendwie mit diesem Spalt auch noch. Also wir machen ständig Flüche. Steht ja auch hier im passiven Skill Tree. Ah, da ist das noch Englisch, aber fluchen, machen wir mehr Schaden und so. Es gibt mehrere Skills, die fluchen. Und jetzt bekommen wir bald auch noch diesen einen, der ist der Skill. Aus Eile. Und der wird wahrscheinlich dann einfach Low Mana Cost sein. Ich möchte aber lieber Blut Orbs noch haben. Blut entziehen, entreißen, genau. Die Übersetzung nehmen. Aber jo. Ja, die Blut Orbs sind die kleinen, die auf uns zukommen und Blut entreißen ist sozusagen das große gemeint. So, Mana Regeneration ist sehr gut. Sieht das geil aus. Und bei einem Bild werde ich kann ich noch die ein bisschen umwandeln in Geschosse. The cultists had a philosophy. The void transcends reality. And by embracing it, so could they. After all, this world was gone. If they devoted themselves to despair, would it welcome them? A form of hope. Desperate, worthless in the end,
Sieht geil aus. Und das Herz oder was das ist vor dran. Ist einfach so ein Bubble. Sieht auch ziemlich geil aus. So, und genau dieses Gebiet hat sich völlig verändert. Ich bin so glücklich, dass mein Lieblingsakt 3 da noch ziemlich viel verändert hat, viel verbessert hat sozusagen. Und jo, bin mal gespannt, wie es mit dem Warlock ist. Intelligenz, physischer Widerstand ist. Ja, ich habe dieses Idol oder ja Götze noch ausgewechselt mit Physik, mit Nekrotikschaden, ja. Und die Widerstände nehme ich natürlich gerne mit. Gift, ja, nehme ich auch mal mit. Leere Schaden noch nicht. Nekrotikschaden, sehr gut. Ja, würde ich auch noch mitnehmen. So, aber Nekrotikschaden brauchen wir. Macht ja dieser Skill. Und eventuell, wenn es jetzt nicht zu anstrengend ist, lasse ich den Skill drinnen, sonst tue ich ihn später benutzen. Weil, jo, es gibt andere Skills, die man besser spammen kann und wahrscheinlich schneller ist. Aber wir müssen ihn später ja sowieso nehmen, also mal gucken, wie es so läuft. Die Skills wirklich brauchen. Ja, die läuft da wieder, hm? Also dieses Level war ja so richtig erzeugt von Void, das war richtig lila. Und jetzt einfach diese Umgebung, also die Ränder, die sind jetzt komplett, also sind noch gleich, aber alles andere ist komplett anders, das ist ziemlich geil. Jo. Blut entreißen, da wollte ich ja hier hin. Und hier wollte ich da runter. Schaden pro Nekrose Widerstand. Hm. Geisterfrequenz schon mal nehmen. Verdoppelt bei Fluch. Wenn ich geflucht wird, okay. Dann gehen wir mal auf. Ja. Gehen wir hier hoch zuerst. Weil wir haben jetzt noch nicht so viele Nekrotik. Doch haben wir. Deshalb wollte ich es machen. Ja, egal. Ich will sowieso zuerst das obere nehmen. Das ist ein bisschen geiler. Jetzt habe ich gar nicht früh genug nachgeschaut. Genau, das sind Void Clerics. Die wurden jetzt zu leeren Propheten. Ich hoffe aber, die kommen noch rein. Also wieder rein. Die mochte ich so, wenn sie so übertrieben, ja, schnell gezaubert haben und ja, Schaden gemacht haben. Ich mochte die. So, gucken wir mal, wo wir hier rein müssen. Weil hier war eine Truhe und die Truhe möchte ich gerne mitnehmen. Aber scheinbar nicht mehr. Also sehr, sehr geil. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber so einen langsamen Auto-Turret-Skill, den brauchte ich unbedingt. Welcher andere Skill war denn ungefähr so? Es ist einfach eine Art Hydra von Diablo 2. Und das liebe ich halt so sehr. Also wenn, dann war es ein Dornentotem oder so, der ähnlich ist, aber gab es noch nicht so. Das finde ich so genial. Wow, hier auch wieder die Leuchteffekte harmonieren. Aussehen, beides sehr, sehr schön. Hier auch das Feuer, wieder mal etwas anders. Also was sie optisch wieder gerissen haben, ist unglaublich. Und wenn man ein gutes Hack'n'Slay hat und schöne Grafik, dann ist man natürlich happy. Dann auch diese Anpassungsfähigkeit von immer schönen Builds, die man machen kann. Ist einfach genial. Ja, hör ich nicht so rum. Ich weiß, dass du sterben wirst. Oh, so im Sprung gestorben. Das lenkt schon extrem stark. Und dann lachen sie so. Heftig.
Schade, hier ist auch nichts. Also den direkten Weg nehmen, es lohnt sich nicht so. Irgendwo hinsehen. Ja, es sind viele Gegner jetzt hier. Das war auch im Livestream wirklich mein Lieblingsgebiet so far. Also eigentlich ist mein Lieblingsgebiet der Wald am Anfang. Weil er ziemlich direkt ist, wenn man oben durchgeht, aber auch sehr schön aussieht. Und jetzt ist eigentlich dieses Gebiet, weil das war vorher schon ziemlich ein Lieblingsgebiet. Aber ja, jetzt ist es natürlich viel besser. Komisch kämpfen mal gegen das Ding. Ach übrigens, ich würde am Anfang wirklich nicht mehr Nahkämpfe spielen. Ich habe ja jetzt diesen einen Nahkämpfer Paladin gemacht und manche Gegner haben so lang so große Stun-Chancen oder sind so frech mit ihren Skis. Vor allem die Bosse bekommen die viel zu viel Schaden über. Und das Blöde ist, ich habe in den ersten 17 Level, glaube ich, noch keinen einzigen Heiltrank. Ich habe immer die Heiltränke leer gehabt. Tja. Okay, der ist tot. Also die sind jetzt auch ziemlich viel stärker, die waren ja am Anfang echt schwach. Und ja, macht Spaß mit denen zu kämpfen. Genau, das brauche ich eigentlich nicht. Jo. Machen wir nicht. Er spielt ja mit. Was eine Qualle bist du? Armer Chat, beschreibe. Wodurch fühlt es sich wie eine Qualle? Hm. Also ich habe es nicht gelesen, vielleicht hat es auch nicht gepostet. Ich würde nicht so gerne eine Qualle sein. Ich fühle mich als interstellare Qualle. Welches Spiel oder so ist das? Wieso kommen diese oft von weit weg? Aha, wahrscheinlich wegen der Fraktion da. Schatzsuche geht. Also das wäre sehr gut. Ich muss aber mehr Schaden machen. Jetzt wäre es doch hier runter. So, und dann haben wir gleich noch diesen Faustkeil. Jetzt muss ich einfach schauen, brauchen wir unbedingt viel Leben? Ich tue den mal resetten. Müssten aber gut schauen, was wir hier skillen müssen. Also nach links wäre einfrieren und Schaden über Zeit. Und rechts ist zum Beispiel, ja, ich könnte, ja, wegen der Kombination gehe ich unten rechts hin. Aber muss übrigens hier oben rum. So, sehr gut. Dann nutze ich den hier. Und ich hoffe einfach, dass wir genügend Leben haben. Dass wir das auch heilen können zwischendurch. Ich habe ja jetzt nicht so viel Blut in Reisen verwendet. Oh, schön. Richtig geil. Wow. Also optisch ist für mich fast die schönste Klasse. Das haben sie gut gemacht mit dem roten Feuer, oder damit es nicht zu nah am Sorcerer ist oder so. Sehr gut gemacht. Zwar, jo, ist es natürlich. So. Die Magier, die Zauberer Subclasses, die sind ein bisschen zu nah dran. Und der ist hier ein bisschen, wie sagt man dem, ziemlich einzigartig durch die Kombination und so. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich überall. Die Klassen sind einfach wunderbar. Es ist überall einfach. Nicht so abwechselnd, aber immer noch abwechselnd genug. Der eine ist ja ein Nahkämpfer-Magier. Der andere ist ein Randomizer. Und ja, der Sorcerer ist zum Beispiel mit ganz schweren Zauber und so, die weniger Mana kosten und so. Und deshalb, ja, sind sie schon noch viel anders. Aber optisch, also so wie die Fähigkeit einsetzt, ist wieder der Warlock wirklich einzigartig.
Also beim Falconier könntest du noch sagen, das könnte ein Beastmaster sein. Und ein Marksman. Aber ja. Motiviert doch raus. Genau, jetzt kommen wir dann weiter ins zweite Lager da. Ja, das dritte Lager eigentlich jetzt schon. Was aber leider ausgelöscht wird. Was nicht ganz ausgelöscht wird, aber ja. Ihr wisst es. So, jetzt haben wir doch nochmal eine Fähigkeit, ein Ding später. Jetzt möchte ich auf Bodenkurs gehen. Und hier müsste ich da unten lang. Also nochmal kurz schauen. Ja, nicht den oberen nehmen. Also nicht den nehmen, sondern. Das ist Einzel oder das ist das mit den Einzeln? Nein, nein, das ist Einzel. Ja, okay, dann gehen wir doch nach rechts. Weil Rüstungsbrecher, also ja, Schredder ist halt schon sehr, sehr stark. Ich zuerst nach links gehen. So, dann müssen wir das nehmen. Mana pro Intelligenz, cool. Schön, schön. Jetzt buchen wir mal, oh, wie groß jetzt der ist. Hey, überrascht mich aber riesig. Was wird das so ein Clown? Ja, so, Faustkeile machen recht viel Schaden. Also ist der einige, der Batonik-Riss. Also eigentlich eher so zum Prüfen da. Und daran das zum Schaden haben. Okay, das ist ziemlich gut. Ja, wenn wir genügend Mana haben, nehmen wir doch den Gürtel. Ja, sie sind sehr schnell geworden. Noch viel schneller. Macht uns ein bisschen Probleme, aber wir können es doch gut auswählen, wenn wir glauben. Wir sind halt noch ein bisschen langsam. Wir haben noch nicht so Schule mit Bewegungsgeschwindigkeit gefunden. Später werden die nicht mehr Schwierigkeiten bringen. Und diese Boteneffekte sind langsamer geworden, haben größeren AOE, sind aber auch nicht mehr so stark. Also schon angenehme Gegner. Auch wenn sie viel Lärm machen. Und nichts. Zwei sogar. Oh, blockt, habt ihr gehört? Habe es gehört. Langsam mein Treffer. Ja, ich denke, ich nehme den natürlich. Und Zepter sind halt schon ein bisschen blöder, weil sie weniger Mana reduzieren haben. Ja, ich habe den Wert zwar drauf, also nicht vom Zepter, aber vom Bonus. Aber doch lieber etwas anders nehmen, weil Schaden über Zeit machen wir ja scheinbar auch. So. Es sind viele Leute wieder gekommen, die natürlich noch nie ein Hack and Slay Action Adventure und so gespielt haben. Die fragen so Sachen wie zum Beispiel, ja, welchen Charakter soll ich, welche Klasse soll ich nehmen? Haben die kein Vertrauen noch auf das Spiel, dass es gut balanciert ist? Zwar gibt es in manche Builds, zum Beispiel vom Falconier gibt es ein Bild, der Tavir Yulira eigentlich schon besiegen könnte, wenn man jetzt jeden Tag sehr schnell spielt und so. Und das ist natürlich schon ein bisschen game-breaking, oder? Aber so ist es. Es ist zwar nicht alles gut balanciert, aber das meiste ist balanciert für Anfänger und ja, Casuals. Also das, da kann man spielen, was man will. Also ich zum Beispiel bin jetzt Warlock-Spieler. Ich spiele alle Dinge, was Subclasses gerne. Und jo. Ich bin halt einfach einer, der gerne ausprobiert. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute Lust haben auszuprobieren, wenn sie gar nicht so viel Lust haben, natürlich das Spiel zu spielen. Klar, es ist jetzt eines der Top-Steam-Games, aber
Ich habe so das Gefühl, ja, für die meisten ist es halt schon sehr anstrengend, alles selber herauszufinden und zu machen, oder? Also es wird halt viel da unten gepostet. Was was mich ablenkt. Wie das jetzt gerade. So, jetzt machen wir hoffentlich viel mehr Schaden. Wir haben 75 Necrotic Resistance. Ja, die Bällchen schon, aber der Rest macht wenig Schaden, wie immer. Das ist ziemlich geil. Einmal fluchen, dann einen Schaden machen mit diesen Bällchen, also mit diesem Ding und dann, ja, den mittleren Skill verwenden. So, das macht alle tot. Momentan. In diesem Gebiet, auf diesem Level, können wir bauen. Ja, können wir kämpfen. Das ganz schnell. Wo ich heute echt müde bin und auch ein bisschen unkonzentriert, macht sehr viel Spaß zu spielen. Und ja, so fest anspruchsvoll ist es ja auch nicht. Es ist ja eher jetzt wieder viel zu leicht. Vom Schaden, also vom Keyspeed, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht stirbt. Und so. Wir wollen ja unsterblich, heißt jetzt nur noch. Okay. Ja. Bleiben, hä? Sonst fühlen wir uns schwach. Das ist auch nicht so gut. Ich komme manchmal mit dem einen Skill auf W nicht so gut an die Gegner. Die werden drüber geschossen. Und natürlich haben die Gegner viel mehr Sichtweite irgendwie. Müssen wir warten, bis ich endlich skille. So, also. Hier haben wir jetzt Mana gewinnt. Müssen wir das nehmen, glaube ich nicht. Nein. Wir müssen den Fluch nehmen. Deshalb habe ich den auch geskillt. Im nächsten Level. Hä? Ah, das ist ein anderer Weg. So, den Fluch. Okay. Da müssen wir. Hier 5, hier 5. Ich glaube hier 5. Schau ich nochmal nach. Und dann nochmals 5, glaube ich. Nein, 3. Oben 3, 5. Also 3, 3, 5. Muss ich scannen, das ist einfach. Ich mag keine Kellerassen. Ich habe sie früher immer wieder gesehen als kleines Kind. Im alten Bauernhaus der Großeltern. Und irgendwie habe ich nicht mehr so eine Zuneigung zu denen. Noch nie habe ich dann. Die sind für mich irgendwie so ein bisschen hässlich. Naja, krabbelig. Also hässlich sind sie gar nicht mal so sehr. Sie sind halt einfach gut geschützt. Die Panzer vor Fressfeinden. Und die Köpfe sind ja so flach, glaube ich. Aliens. Wir haben Aliens unter uns. Es gibt übrigens in den Wasserrinnen des Kellers und so, so gibt es ganz kleine Viecher, die nicht mehr Einzeller sind, aber Zweizeller. Und ich kenne den Namen nicht mehr auswendig, aber das sind Aliens. Die waren früher da, als die Erde es gab. Und so. Wie haben sie das herausgefunden? Ich weiß es nicht. Aber scheinbar sind das die langlebigsten Tiere der Welt. Und die heißen wirklich so vier Namen hintereinander und so. Richtig geile Viecher. Und genau so, also nicht so sehen sie aus, aber so fühlen sie sich an, diese, diese Schaben, diese Kellerassen. Ja, was machen sie? Vor Fressfeinden sich schützen und das 4 Millionen Jahre. Schon. Ja, macht der Mensch eigentlich auch. Kann ja auch nicht zu den Krokodilen gehen oder zu den Haien.
Aber wir haben halt eine höhere Intelligenz. Aber ich bin gar nicht sicher, ob die intelligent sind oder wie. Also sie sind schon sehr intelligent scheinbar, aber ich weiß nicht auf welche Art und Weise. Vielleicht gamen sie auch den ganzen Tag. Naja, Game macht intelligent. Also mir schon. Aber manche spielen halt den ganzen Tag Ego-Shooter und Last Epoch. Okay, Last Epoch ist auch mehr zum Lernen als zum Beispiel Call of Duty. Was ist dort jetzt das aktuellste Spiel? Modern Warfare 4? 3. So, den ersten Teil habe ich ein bisschen gespielt, aber mit einem Kollegen sind besessen. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Call of Duty gekauft. Und habe es immer nur bei Kollegen gespielt, weil die es gespielt haben. Und ja, auch nur immer nur kurz. Also mir würde das sofort langweilen nach einer Zeit. Eher so Taktik-Shooter wie zum Beispiel Ghost Recon Wildlands, das habe ich sehr gerne gehabt. Und habe es erst vor einem Jahr oder so mit Leon zusammen gestreamt. War ziemlich geil. Möchte ich auch gerne wieder mal Let's Playen oder so. Ein Rollenspiel machen. Boah. Die Pfisten sind gar nicht mehr zu sehen. Aber ich möchte gerne mal einen Keller-Assel-Simulator schauen, was wir dort machen können. Muss so lustig sein wie Goat Simulator. Und dann bin ich verrückt. Ich finde manchmal Simulator sehr, sehr spannend, aber soll nicht Arbeitssimulator oder so sein. Zwar Lastwagenfahrer und Bauern und so könnte viel Spaß machen. Oder zum Beispiel Fußballmanager und so. Also Footballmanager heißt man jetzt. Also ist ja immer Footballmanager, nicht Fußballmanager, weil das von EA geclaimt wurde wahrscheinlich oder so. Geschützt. Und der neue würde ich gerne als nächstes kaufen, also wenn es eine neue Version bald gibt. Ach, die ist wahrscheinlich schon rausgekommen, so November, Dezember. Ja. Nächstes Jahr. Weil mittlerweile ist der auch schon so gut geworden, dass er wirklich auch mir sehr viel Spaß machen könnte. Wo wirklich nicht gerne irgendwelche Stellschrauben umstellt oder sortiert, gell, aus der Bock. Das habe ich einfach zu wenig Zeit und Lust. Meistens muss ich viel im Real Life sortieren und dann habe ich nicht noch mehr Lust, Let's Plays und so noch zu sortieren, was ja auch den Zuschauern nicht so viel Spaß macht. So, wunderbar. Dann gehen wir an den Hafen das nächste Mal. Dort wird sicher auch wieder viel anders sein. Und so, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß mit Last Epoch oder anderen Games. Tschüss zusammen. Bis denne. Auf Wiedersehen.